Pfingsten in Berlin ist schon wieder Geschichte. Knapp 2 Wochen her. Die ersten Videos von uns und von unseren Gesprächspartnern sind raus. Ihr habt sie schon zum Teil gesehen, habt sie geklickt, habt sie geliked. Vielen Dank dafür, das ist super. Was wir natürlich uns noch wünschen, sind mehr Abonnenten, ganz klar. Einfach da bitte noch weiter uns unterstützen. Teilt zum Beispiel unsere Videos über den WhatsApp-Status, den Link einfach eingestellt und an eure Freunde und dergleichen weitergegeben. Unsere Sendungen sind interessant. Das sehen wir, das erleben wir. Von daher, wir wollen mehr Reichweite haben. Berlin war schön, war groß, war gut, jedoch hätte noch deutlich mehr kommen müssen. Und ja, es muss einfach weitergehen. Es müssen neue Themen kommen. Wir sind in Berlin mit jemandem ins Gespräch gekommen, der tatsächlich neue Wege, neue Lösungen als solches anstrebt. Heiko Schöning bei uns im Gespräch durch Zufall erwischt im Tiergarten, weil wir freundlicherweise von der Polizei abgefangen wurden und von der Straße 17. Juni in den Tiergarten geleitet wurden. Ja, manchmal spielt das Leben so. Da sind wir da rein und wem haben wir getroffen? Eben Heiko Schöning direkt uns in die Arme gelaufen, haben wir ihn gleich zum Gespräch gebeten. Das Interview seht ihr hier. Heiko Schöning, wichtiges Thema Wirkraft, sein Projekt, seine Vision für die Zukunft, nicht nur seine, aber er ist auch bei den Ärzten für Aufklärung, ist sehr engagiert überhaupt bei den ganzen Themen. Von da ein Ansatz, eine Möglichkeit. Die Wahrheit wird irgendwo zwischen rein liegen. Wir werden sehen müssen, wohin die Reise geht. Jedoch bewegen muss sich jeder allein. Auf die Straße muss jeder allein, wenn das für notwendig erachtet. Wir werden dabei sein. Wir werden weiterhin dokumentieren. Wir werden das festhalten, was gemacht wird. Wir werden auch festhalten, wenn Dinge nicht gemacht werden. Wir werden auch die festhalten, die irgendwo dagegen etwas tun. In Wort, Bild und dergleichen. So wie unser Motto ist: Weltbeben wird berichten und ja, mal sehen, was die Geschichte zeigt. Lasst euch überraschen. Viel Spaß bei unseren Sendungen und natürlich klicken, liken, abonnieren und denkt immer an die Glocke. Ja, Weltbeben hier mitten im Tiergarten. Herrn Heiko Schöning haben wir jetzt gerade kennengelernt, getroffen hier. Von daher erzählen Sie mal kurz vielleicht 2, 3 Worte zu sich selber. Sie sind eigentlich bekannt, aber einfach für unsere Zuschauer auch noch mal ein paar Worte. Ja, ich bin Arzt aus Hamburg. Ich habe im April 2020 die Ärzte für Aufklärung mitgegründet. Dann im Mai 2020 den außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss ausgerufen. Da haben wir die erste Sitzung im Juni 2020 gemacht. Im Oktober 2020 bin ich zum Vizepräsidenten der World Doctors Alliance gewählt worden. Das ist also sozusagen der weltweite Zusammenschluss der Ärzte für Aufklärung. Und im November 2020 haben wir die World Freedom Alliance gegründet, also sozusagen das Weltdach der Widerstandsgruppen und der Aufklärungsgruppen. Da bin ich auch Vizepräsident. Also kurz gesagt, ein Jahr Corona, ein halbes Jahr mit halt die Aufklärung angestoßen in Deutschland und die zweite Jahreshälfte bis heute international das mit angestoßen. Ja, heute jetzt hier in Berlin sind ja verschiedene Demonstrationen für heute geplant gewesen oder Aufzüge geplant gewesen, die aktuell abgesagt sind. Man sieht, Menschen sind da. Was ist so Ihre Einschätzung jetzt über den Tag? Wie wird das jetzt in Summe weitergehen? Ja, ich denke, heute ist ein ganz guter Tag mit viel Sonnenschein, mal ein Schauer dazwischen. Aber es ist gesund, im Tiergarten spazieren zu gehen. Und um 16 Uhr sollte man sich um die Siegessäule versammeln. Ich habe gehört, es gibt auch eine genehmigte Demonstration um 16:30 Uhr, ja, mit dem Titel Keine Revolution mit Nazis, ein Titel, mit dem ich absolut dazugehen kann. Und da sollte man an dieser genehmigten Demonstration dran teilnehmen, ja? An der Siegessäule in Berlin. Deswegen alle, die das jetzt vielleicht noch sehen und hören, kommt in den Tiergarten, ja? Und für Frieden, für Freiheit, für Aufklärung und auch für das Bessere, für Wirkraft. Denn was wir hier haben und sehen, ist ein organisiertes Verbrechen im Zuge von Covid-19. Es ist eine Illusion, ja? Und die Wirtschaft wird kaputt gemacht, ganz viele Menschen werden dadurch geschädigt bis zum Tod, gerade auch halt international. Und dagegen müssen wir halt friedlich Nein sagen. Warum ganz konkret? Also sagen Sie einfach Dinge, wenn Sie sagen, Menschen werden geschädigt, wodurch ganz konkret?
naja, Menschen werden geschädigt, zum Beispiel durch die Lockdowns, ja, durch diese angehaltenen Stillstände, das tötet. Lockdown tötet. Lockdown kills. Wir haben alle zwei Wochen ein weltweites Ärztetreffen im Internet mit ja, ganz tollen, vielen renommierten Personen dort. Und wir haben jetzt gerade auch Indien mit dazu geholt. Die sagten gerade letzte Woche, 100 bis 200 Millionen Menschen sterben gerade in Indien. Denn die verhungern, wenn sie nicht halt in die Städte gelassen werden, um das kleine bisschen zu verkaufen. Mhm. Ja? Wenn sie nicht auf ihre Felder gelassen werden. Und in Afrika ist es teilweise das Gleiche. Nochmal, 100 bis 200 Millionen Menschen, ja, sind gerade auf der Kippe in Indien. Und in hier Indien sehen wir natürlich auch halt in Deutschland, wie die Wirtschaft halt absichtlich kaputt gemacht wird. Also der Mittelstand, die paar reichen Konzerne profitieren davon. Das ist alles gut belegt. Nehmen wir mal jetzt gerade jetzt hier Berlin. Wir sind jetzt gestern Abend angekommen. Hier Berlin hat jetzt seit gestern Gastronomie wieder geöffnet. Die Menschen gehen da getestet rein, genießen wieder die Lockerung, sage ich mal. Die Gegenseite, nenne ich jetzt mal, hat ja eher den Eindruck, naja, jetzt kommt doch der Sommer, es wird wieder besser, wir fühlen uns gut damit. Und auch jetzt mal generell, wir haben uns letztes Jahr im Sommer, habe ich Sie zumindest schon gesehen, an der Siegessäule am 29. August ja. 2020. Da waren ja hier Massen an Leuten. Jetzt heute, sage ich mal, ist es auch von den Teilnehmern erstmal für den Moment übersichtlich. Wie ist da so Ihre Einschätzung jetzt, sage ich mal, nach einem Jahr? Ja, nenne ich es mal Widerstand, Aufklärung und dergleichen. Offensichtlich die Menge der Bevölkerung sagt ja erstmal, naja, wir nutzen erstmal das, was geht. Akzeptieren es ja. Eigentlich fast eher ja, so wie es ist. Ja? Die Masse der Bevölkerung bekommt ihre Informationen natürlich von den Massenmedien, von den Leitmedien. Und das muss man natürlich verstehen. Sie haben gerade den 29. August 2020 angesprochen. Da waren wir hier an der Siegessäule, übers Brandenburger Tor bis zur Friedrichstraße. Ja, da waren über 1 Million Menschen waren dort. Es war ein heißer Tag. Wir waren alle auch noch halt im Tiergarten drumherum. Ich hatte die Ehre, dort zu sprechen. Robert F. Kennedy ebenfalls, ja, der Neffe des US-Präsidenten John F. Kennedy. Das haben die Massenmedien nicht gezeigt. Kennedy ja, war da. Genau. Ja? Ich war mit Kennedy vom Brandenburger Tor aus sehen ja, können, gerade ARD ich vom war mit Kennedy ja. Halt noch einen Tag vor am Brandenburger Tor. Wir haben dort ein kleines Statement halt abgegeben. Wir haben eine Pressekonferenz gemacht. Haben die alles nicht halt gezeigt. Und die haben gesagt, ja, diese Demonstration hätte nur rund 40.000 Teilnehmer. Es waren über 1 Million. Es waren auf jeden Fall viele. Ja, wir haben die Luftbilder und alles. Es waren viele Personen gewesen, genau. Definitiv. Ja. Wenn die Leute das halt hier selber miterlebt haben, dann wissen die, wie sehr halt und wie dreist gelogen wird. Mhm. Aber natürlich, 80 Millionen Bundesbürger, ja, sehen dann vielleicht noch in den Tagesthemen, nicht Ingo Zamparoni, der an zwei Tagen wiederholt, es waren irgendwie 39.000. Naja, und da muss man das verstehen, dass natürlich viele erst langsam und langsam halt aufwachen und natürlich auch Angst haben vor Repressalien. Mhm. Und das habe ich natürlich selber auch am eigenen Leib halt oft genug halt erlebt, wie dort unrechtmäßig die Grundrechte halt eingeschränkt werden, ja, wie man versucht wird, mundtot gemacht zu werden. Gut, die Grundrechte sind ja eingeschränkt. Man sieht ja im Prinzip, friedliche Demonstrationen werden hier abgesagt. Das ist was wir ja selber erleben. Wir werden, bei jeder Gelegenheit werden wir kontrolliert als freie Presse, ob wir überhaupt dahin dürfen, ob wir rein dürfen, wo wir lang gehen müssen. Das erlebt man ja ganz genauso. Sie haben jetzt gerade hier was von Wirkraft dabei, haben es auch gerade angesprochen. Ja. Sag mal, im Sinne der Frage, wie geht es weiter? Wie geht es weiter mit Ihnen? Wo sehen Sie uns in den nächsten ja, 3, 5 Monaten? In den nächsten 3, 5 Monaten haben wir eine große Chance hier in Deutschland, denn es sind Bundestagswahlen. Ja? Der Wechselkontinent in diesem ganzen großen weltweiten Spiel, wir sehen es ja, es ist weltweit gleichgeschaltet, ja, ist Europa. Das wichtigste Land ist Deutschland. Und wir haben eine Bundestagswahl. Ja? Und diese Verbrechen ja, und auch diese falschen Geschichten werden ja ausgespielt über den gutgläubigen Beamtenapparat. Und deswegen ist es wichtig halt auch, dass wir auch per Wahl ja, da ein Zeichen setzen. Und wir werden auch, denke ich mal, von sehr, sehr vielen in Europa auch unterstützt dabei. Also das sind die nächsten Monate.
Und heute, na, das ist nur eine kleine Demo, die jetzt noch nicht so koordiniert gewesen ist. Wir werden aber wieder im August, werden wir hier in Berlin Millionen sein. Ja? So wie wir das zum 1. und zum 29. August auch gemacht haben. Da werden wir Millionen sein und wir werden diese guten Energien halt auch mitnehmen. Und die Wirkraft, das ist eigentlich etwas, was politisch neutral ist. Ja? Da geht es eigentlich nur darum, wie kann man wirtschaftlich unabhängig werden. Weil, mal ganz ehrlich, wir sehen es doch, warum machen die Leute das denn? Warum tragen sie denn eine Maske? Die wenigsten glauben doch, dass halt hier ein Killer-Virus umgeht. Ja? Das stimmt doch auch alles nicht. Alles schon medizinisch halt belegt. Ja? Und mit dem gesunden Menschenverstand, Quatsch. Genauso wie die Masken. So ein Virus ist so klein, wie eine Fliege durch ein Fußballnetz, geht der Virus halt durch die Maschen einer chirurgischen Maske durch. Ja? Also es ist völliger Quatsch. Naja. Deshalb tun ja viele Menschen auch in der Tat im Privaten oder im Kleinen im Prinzip verstoßen gegen die Auflagen. Es passieren Situationen, die wir selber erleben in den Gärten, in den Wohnungen, überall versuchen die Menschen Zwischenräume zu finden. Geben Sie mal eine Prognose ab, wie wird die Bundestagswahl ausgehen? Wir haben es ja selber angesprochen, das ist ja so ein Scheideweg. Gefühlt würde ich jetzt sagen grün, aber... Ach, da müssen wir uns überraschen lassen. Also auch halt Ende August hier mit dieser großen Millionendemo, nicht, konnte man ja auch vorher noch nicht rechnen. Die Menschen merken mehr und mehr, dass sozusagen dieses böse Narrativ, ja, die Wirtschaft wird absichtlich kaputt gemacht, die Menschen werden halt geschädigt, ja, das ist ja kein gutes Angebot. Mit der Wirkraft zum Beispiel können wir dann eben auch sagen, wir arbeiten nicht mehr für dieses organisierte Verbrechen, wir kaufen auch nicht mehr beim organisierten Verbrechen, wir sehen ja, wer jetzt halt die großen Gewinne macht, ja, sondern wir bauen unsere eigenen Strukturen auf mit besseren Dienstleistungen und besseren Produkten. Und wie wir das finanzieren, das ist eben die geniale Lösung, die Rudolf Diesel mal hatte. Und das ist das, was das Wirkraftspiel ausdrückt. Okay, ja, und da kann man sich dann kundig machen. Hier steht da drauf, genau. www.wirkraft.org. Ja. Ja, dann sollen einfach da die Zuschauer mal reinschauen. Genau. Und sich kundig machen. Angenommen, wir werden jetzt nicht nur Weltbeben, sondern Sie hätten alle Kanäle, alle Möglichkeiten, die Weltbevölkerung quasi zu erreichen. Was wäre Ihr Statement am heutigen Tag? Wo es hingehen soll. Wir müssen verstehen, dass wir uns inmitten eines weltweiten mafiösen Verbrechens befinden. Ja? Und wir arbeiten nicht mehr für die Verbrecher, wir kaufen nicht mehr bei den Verbrechern, wir sagen friedlich nein danke, wir bauen unsere eigenen Unternehmen auf mit besseren Dienstleistungen und Produkten. Wir sagen einfach friedlich nein danke. Gutes Statement. Damit vielen Dank für das Interview. Viel Spaß und Erfolg heute noch. Dankeschön. Und ja, vielleicht sehen wir uns bei Gelegenheit wieder. Ja. Dankeschön. Wir sind doch hier nur Aliens und gehören gar nicht her. An die Beschränkungen. Was geht ab, liebe Freunde der Freiheit? Fühlt ihr euch auch seit geraumer Zeit wie Fremdkörper auf dieser Welt? Als wärt ihr irgendwelche Außerirdische von einem fremden Planeten? Dann wird's Zeit, meine neue Single Aliens abzuchecken. Der Song ist auf allen bekannten Plattformen verfügbar und gebt euch das Musikvideo auf ZensurTube und über meine Website. Also lasst uns zur Erde zurückholen.